Hi, Hüter des Lichts und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Destiny 2. Schön, dass du mit dabei bist und vielen Dank an dieser Stelle an alle, die meine letzten Videos angeschaut haben, kommentiert oder bewertet haben. Wir befinden uns in einer Kampagnenmission von Nightfall und wir stehen hier vor dem Schleier. Ich denke, wir stehen kurz vor dem größten Kampf gegen Kalus. Ich orte massive Schockwellen in der Kammer. Der Imperator stürmt unaufhaltsam voran. Schnell, Hüter. Er wird vor dir ankommen. Kalus. Immun. Auf diesen Tag habe ich sehr lange gewartet. Hüter, die Auslöschung ist unabwendbar. Geht zu Fall? Oh Mann. Komm hoch, jawohl. Fehler. Ja, ich finde es gerade schon ein kleines bisschen unfair. So, von 1 gegen 1 hält er wohl wenig. Oh, ich hatte Erschöpfung. Verdammt. Versuch Nummer 2 und wir nehmen uns Strang zu Hilfe. Auf diesen Tag habe ich sehr lange gewartet. Hüter, lass uns diesen exquisiten Moment. Die Auslöschung ist unabwendbar.
So, wieder ein Quäler. Kurz etwas erholen. Quäler. Komm, geht zu Fall. Komm schon, bin das schon? Gut. Ich noch einmal weg. So. Schön auf seinen Kopf. Zeuge, verehre deinen Schüler. Lass die Kriegsbiester heute. Wir werden auf jeden Fall feiern, Kallus. Komm schon, geht zu Fall. Ja, come on, bitte. Oh nein. Oh. Schade. Das Automatikgewehr wechseln.
Und dann nehmen wir mal den Fürsorger rein. Ja, ihr erlebt hier alles uncut. Mein Kampf gegen Kalus. Auf diesen Tag habe ich sehr lange gewartet. Hüter, lass uns diesen exquisiten Moment genießen. Die Prius nerven einfach. Die Psion. Prius. Und auf Kalus. Du darfst nicht sterben, Hüter. Zeuge, verehre deinen Schüler. Lass die Kriegsbiester heute feiern. Erholung. Ein Finisher Move. Okay, das war ganz okay, denke ich. Komm, nicht sterben. Phase 1. Begrüße das Ende. Ich
der Schüler. Ich bin der Imperator. Zeuge wird mich sehen. Nein! So, einmal Strang zur Verstärkung. Den Kampfbanner setzen. Auf diesen Tag habe ich sehr lange gewartet. Bitte, lass uns diesen exquisiten Moment genießen. Die Auslöschung ist unabwendbar. Immer schön auf den Kopf zielen. Das übertrifft meine wildesten Träume. Ich will mehr. Reicht das, um den Schmerz zu stillen? Ja, Kallus. Der Einzige, der heute sterben wird, bist du.
So, den Quäler wegmachen. Das Schild muss weg. Dann gehen wir in die Suppe rein. Schon Carlos. Geht zu Fall. Wow. Carlos ist down. Welch epischer Kampf. Keitel, es ist vorbei. Carlos gibt es nicht mehr. Hast ihm ein Kabalende bereitet? Das glaube ich, wenn ich es sehe. Hey, spürt ihr das? Keine Ahnung, wovon du sprichst. Wir sind fast beim Schleier. Haltet durch!
Die Jagd hat endlich ein Ende. Je fieser sie sind, desto tiefer fallen sie, oder? Nein? Ach, komm schon. Endlich haben wir dich. Kapitän Geist! Was ist los, Osiris? Kapitän Geist, da raus! Das Ende nimmt Form an. Er stellt eine Verbindung her! Endlich! Zerstöre ihn! Was ist passiert? Es ist aus. Zavala, bitte komm. Das Universum macht uns alle zu Opfern und Tätern seiner Grausamkeit. Du trägst die Last meiner Schicksale. Sei frei. Wow, was für eine Wendung in der Story. Eben habe ich gedacht, wir haben Kallus besiegt, alles nimmt ein gutes Ende und dann nimmt der Zeuge sich unserem Geist an und aktiviert einfach den Schleier. Ich bin so gespannt, wo uns die Storyline noch hinführen wird. Wir sind auf jeden Fall am Ende der heutigen Folge. Dieses Mal ein kleines bisschen kürzer. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.